Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die Evolution des Pepsi-Logos. Ja, heute wollen wir uns das Pepsi-Logo vornehmen und diese Analyse von Logos, also wie sie sich über die Zeiten entwickelt haben, das wollen wir demnächst auch noch mit anderen bekannten Marken machen, aber starten wollen wir dann mit der Pepsi-Cola. Ja, hier sehen wir eines der ersten Logos. Wie gesagt, am Anfang möchte ich vielleicht jetzt mal ganz kurz eine Übersicht einblenden, wie sich das Logo wirklich im Laufe der Jahre bis heute eigentlich gestaltet hat. Dann hat man wirklich mal einen ganz guten Überblick, wo hat es quasi angefangen. Und jetzt fangen wir mal so bei den ersten Logos an. Wie gesagt, gerade in diesen ersten Jahren, das habt ihr eben gesehen, sah das Logo immer recht gleich aus. Da wurde eher so ein bisschen die Schriftart von zackig auf rund verändert. Es hatte früher wirklich noch diese angelehnte Coca-Cola-Schrift. Ja, auch dieses Rot-Weiße erinnert wirklich sehr, sehr stark an Coca-Cola. Gerade die ersten beiden Logos, ja noch aus dem 18. Jahrhundert bis 1905, da erinnerte das Pepsi-Logo wirklich stark an das Coca-Cola-Design. Und gerade am Anfang macht es wirklich sehr, sehr viele Unterschiede durch. Also die Designs wurden immer wieder über die Jahrzehnte wirklich in sehr, sehr kurzen Abständen geändert. So in den 40er Jahren kam dann Pepsi auf die Idee, das Firmenlogo auch einmal auf den Flaschenverschluss abzubilden und darum quasi eine blaue Farbe zu machen. Das sehen wir dann hier auf diesem Deckel. Ja, auf dem Deckel kann man das ganz gut sehen. Diese blaue Farbe hatte dann im Prinzip zwei Ziele, was das Ganze darstellen sollte. Das eine war die Unterstützung der Soldaten der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkrieges. Also sollte etwas Solidarität ausdrücken mit den rot-weiß-blauen Farben, die natürlich von der US-Nationalflagge angelehnt sind. Und das andere sollte natürlich sein, dass man sich von Coca-Cola abhebt, denn dieses rot-weiße Design, das war komplett auf Coca-Cola gebrandet und dann früher hatte es auch noch einen sehr ähnlichen Schriftzug und da wollte man sich einfach abheben und dazu passte natürlich am besten, wir fügen eine neue Farbe ein und wenn das dann auch noch die Farbe der US-Nationalflagge komplettiert, dann macht es das Ganze natürlich für die Amerikaner wahrscheinlich umso schöner. Dann springen wir weiter zu 1973, dort gab es dann das erste viereckige Logo, da wurde das Blau dann auch ein bisschen heller gesetzt, war dann damals so ein bisschen mehr diese Trendfarbe, dass man dieses hellere Blau benutzte anstatt dieses dunklere Blau und insgesamt hat man versucht, dieses Logo ein bisschen minimalistischer zu gestalten. Man hat versucht, dieses Geschwungene aus der Schrift rauszunehmen und das Ganze wirklich in Druckschrift da drauf zu drucken, um es wirklich nochmal besser ersichtlich zu machen. Ja, und dann mit diesem leicht angedeuteten Yin und Yang Zeichen hat man versucht, so ein bisschen was Geschwungenes noch mit reinzubringen. Und das Ganze war in dieser Phase, ist das recht gut gelaufen und kam auch wirklich sehr, sehr gut an die Pepsi-Cola mit ihrem neuen Logo. Ja, dann können wir hier auch nochmal zum Schluss sehen. 1998 wurde das Logo zum 100-jährigen Bestehen, wie gesagt, 1898 wurde es ja gegründet, damals noch in dieser geschwungenen rot-weißen Schrift und dann 1998 wurde es wirklich zum 100-jährigen Bestehen nochmal überarbeitet. Ich glaube, das ist so mit eines der moderneren, was wir dann noch aus der Kindheit kennen oder was wir da so ein bisschen mitgenommen haben, dieses alte Pepsi-Logo. Dann 2003 nochmal diese ganz leichte Überarbeitung, wo man es dann nochmal ein bisschen hipper gestalten wollte, ja, gerade für diese Jugend. Man wollte das wirklich ja, sehr modern auch machen und jetzt am Ende, wie alle Logos, also das zieht sich ja wirklich durch sehr, sehr viele Logos, das werden wir auch noch in Zukunft analysieren, es wird immer, immer weniger. Man versucht auch sehr oft dann auf Schrift zu verzichten und man versucht es wirklich so minimalistisch wie möglich zu halten. Ja, so ein bisschen das Vorbild Apple, einfach nur ein abgebissener Apfel, da muss nichts drunter stehen, da muss nichts draufstehen, nicht daneben, nicht irgendeine Jahreszahl, wann es gegründet worden ist. Einfach nur ein ganz, ganz prägnantes Logo und darauf versucht man jetzt auch hier natürlich bei Pepsi zu setzen. Das Ganze ist natürlich, kommt natürlich auch aufgrund dieses ganzen Smartphone-Hypes, ja, weil dort hat natürlich auch mittlerweile jede Marke ihre App und da muss es natürlich relativ klar und relativ verständlich sein, wie das Ganze aussieht. Ja, was sagt ihr eigentlich zu diesem Hype, dass im Moment alles eher so ein bisschen minimalistischer gestaltet wird, also die ganzen Logos? Das ist natürlich einerseits sehr schön und sehr modern, andererseits geht dadurch auch so ein bisschen was verloren, denn damals fand ich diese Gestaltung, also man hatte halt viel, viel mehr Auswahl, weil man viel, viel mehr hinzufügen konnte an Schrift, Schriftart oder nehme ich jetzt vielleicht sogar einen Cola-Deckel, also ein
einen Flaschendeckel, wie das Pepsi auch mal zwischenzeitlich hatte als Logo. Es gab viel, viel mehr Vielfalt. Mittlerweile sieht alles gleich aus. Es ist halt alles nur noch, ja, relativ klein. Es wird auch nicht mehr so viel mit Farben gespielt. Und das ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch schade. Aber trotzdem, schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Vielleicht mögt ihr es ja sogar lieber. Ich finde es auch stellenweise gut, aber teilweise, wenn jetzt wirklich jedes Unternehmen darauf setzt, dann geht so ein bisschen was verloren in dieser Marken- und Logokultur. Aber schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.